Willkommen zum Magazin Brennpunkt Wirtschaft hier auf RRO TV. Schön, habt ihr eingeschaltet. Vor über 100 Jahren hat man die Sennerei-Genossenschaft Simplo gegründet und seit über 60 Jahren ist sie am heutigen Standort auf dem Biel. Der moderne Milchverarbeitungsbetrieb ist Herz und Lebensnerv von der einheimischen Landwirtschaft. Der Walter Berwald hat sich diesen Betrieb ein bisschen genauer angeschaut. Ein hübscher Sommertag in Simplondorf. Während es auf der Strasse und in Gasso von Simplon eher ein bisschen ruhig ist, wird in der heimischen Sennerei schon länger gekrampft. Seit den 6 am Morgen ist der Felix Arnold und sein Team dahinter, Käse und andere Molkereiprodukte zu produzieren. Während in Wintermonaten nur einmal pro Tag gekäselt wird, wird im Sommer zweimal pro Tag gekäselt. Die Milchmenge ist für uns wichtig. Wir haben 850'000 Liter bis 900'000 Liter Milch im Jahr, die wir verarbeiten. Normalerweise wäre das eine Arbeit für zwei, also einen Meister und einen Lehrling. Und wir sind hier drei Vollangestellte, also drei voll ausgebildete Käser vollangestellte. Aber das ist eben, weil wir die anderen Paletten, den Joghurt und den Käse, der Käse, den wir hier im Laden verkaufen, selber wird bis zu 30%, was wir produzieren vom Käse, den wir hier im Laden selber verkaufen. Und das ist eine Arbeitsaufwand. 1975 hat Felix Arnold als Käser in der Simpiller Sennerei angefangen. In den bald 42 Jahren bis heute hat sich ein Häufchen geändert. Ein alter Betrieb, es waren noch alle Holzformen, es war noch alles mit Holz installiert. Heute ist alles mit Chromstahl oder PVC, Plastik oder so rustig. Es hat sich auch das Produkt geändert. Der Käse, den man im 75 produziert hat, könnte man heute auf dem Markt gar nicht mehr verkaufen. Der Konsument ist selber auch anspruchsvoller und das geht alles zusammen mit der Zeit. Bei den ganzen Hygienevorschriften und Kontrollen von zuständigen Stellen geraten die eigentliche Arbeit, nämlich das Käse und die Herstellung von verschiedensten Molkereiprodukten, fast ein bisschen in den Hintergrund. Heute musst du fast eher ein Bürolist sein für die Sachen ab 40 Grad Käse. Das sind vielleicht 10%, die noch am Käse arbeiten. Und das andere ist einfach die Sicherheit und die Dinge, die man machen muss. Das ist sehr. Aber ich muss euch sagen, es ist sehr wichtig, weil es passiert. So viele Sachen passieren, dass wirklich nichts fehlgeht. Seit 10 Jahren arbeitet Lilian Arnold, die die Ausbildung als Milchtechnologin gemacht hat, in der Simpiller Sennerei. Obwohl das Schiff früh aufstehen muss und bei der Arbeit hart anpacken muss, gefällt dir auch der Job? Also das ist die Milchannahme und dann Käse fabrizieren, plus Kellerarbeit und dann auch den Verkauf vom Laden. Das. Was vor allem macht dir jetzt am meisten Spass? Eigentlich alles. In einem gewissen Mass alles ist schön zu machen. Der Kontakt mit den Bauern ist sehr schön, das Käse machen ist schön und der Laden, wo man sieht, dass das Produkt zu einem geht, das ist schön. Wenn der Konsument immer anspruchsvoller wird und eine kleine Sennerei wie Simplon euch einen wirtschaftlichen Druck gespürt, sind Ideen und Innovation gefragt. Darum wird das Angebot im Laden auf Kundenwünsche ausgerichtet. Wir machen 5 Sorten Käse, das heisst der Raclette-Käse, das ist der Hauptkäse. Nachher machen wir einen Hobelkäse. Dann haben wir den Hobelkäse im Jungenstadion, den wir auch verkaufen mit 3 Monaten, das ist der Schnittkäse. Und dann machen wir den Tom Stockhalper. Und hier heisst der gleiche Käse der Adler. Das sind die 5 Käse, die wir herstellen. Und dann haben wir noch einen für hier, nur im Ortsverkauf, Alpenrosenblüten mit Thymian drin. Das sind die Sorten, die wir im Laden verkaufen. Wie sieht es aus mit anderen Produkten? Butter, Nidlo, Joghurt? Ja, und dann kommt nachher kommt dann die andere, die Palette. Dann kommt zuerst der Butter. Ist auch sehr, wird jeden Tag Butter, die wir herstellen, verkaufen wir jedes Gramm hier selber im Laden. Wir haben 2 grosse Abnehmer, die wir in Brieg, aus dem Restaurant in Brieg und dann der Bäcker in Zermatt, der die Butter von hier bezieht. Aber wir geben keine Butter alle hier sonst verkaufen. Nachher haben wir Ziger, 2 Sorten Ziger, die wir hier herstellen. Und nachher machen wir zwischen 25 und 30 Sorten Joghurt.
wo wir auch jeden Tag produzieren. Also das heisst, im Sommer machen wir jeden Tag 240 und in den Wintermonaten machen wir zweimal in der Woche, weil der weniger läuft. Der Präsident von der Sennerie-Genossenschaft ist der Sepp Arnold. Er ist das Bindeglied zwischen der Sennerie und den einheimischen Landwirten und ist unter anderem dafür zuständig, dass die Sennerie auch in den Häusern repräsentiert wird. Also die Sennerie gibt es schon länger, aber jetzt hier in dem gibt es also 76 Jahre sind wir hier drin. Und seit 91 haben wir Jahresbetrieb. Vorher war es nur immer im Winter. Seit 91 ein Jahresbetrieb, mittlerweile der 3 Vollzeitangestellte. Das heisst, vom wirtschaftlichen Standpunkt her, läuft das gut mit der Sennerie? Das läuft sehr gut in der Sennerie, weil Initiative, Angestellte, alle ausgebildete Senner. Und die Bauern haben auch alle Initiative, die haben uns selber ja, ab und zu gar Regeln machen oder uns sogar verkaufen etwas. Und durch das läuft es gut, weil man aber selber viel macht. Dass die 8 Vollerwerbsbauern und Milchlieferanten und die Verantwortlichen von der Sennerie alle an einem Strick ziehen, ist das offenes Geheimnis. Kein Wunder also, dass euch die Produkte von der Kundschaft geschätzt werden. Also das Dorf das ist sehr gut unterstützt, das muss ich wirklich sagen. Aber von dem alleine könnte man nicht so einen Laden beziehen, könnte man das nicht so machen, könnte man auch nicht so viel Joghurt machen. Vor allem zu Wochenende die Italiener, die über den Pass fahren, die auf den Pass gehen. Oder in den Wintermonaten sind die, die gehen vielleicht auf Montana, oder Bellalb, oder Riederalb, oder irgendwo gehen Ski fahren. Und dann kommen die am Abend zurück und dann kaufen die hier ein und dann gehen die wieder heim. Nachher haben wir auch sehr viele Touristen, die von Brieg oder Oberwallis, die auf Thomas vom Markt gehen. Und wenn die vom Markt zurückkommen und die machen euch einen Besuch hier mit uns. Das muss man uns wirklich sagen. Es haben sehr viele Kunden. Und haben euch noch Schuster Kunden, die wir per Internet und per Post verschicken. Das war auch in den letzten Jahren eine grosse Nachfrage. Und aufgrund von der Tatsache will die Sennerie Zimplon euch in Zukunft an ihrer Philosophie festhalten und Produkte aus der Region direkt an die Kundschaft weitergeben. Das ist ein Bericht über die Sennerie-Genossenschaft Simplon. Schön, dass ihr mit dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.